Die Russen setzen immer stärkere, schwerere Gleitbomben ein. Mittlerweile sind bis zu 1,5 Tonnen schwere Bomben darunter. Welche Strategie steckt dahinter? Da muss man sich das Beispiel Avdijewka angucken. Avdijewka war lange Zeit unter der Kontrolle der Ukrainer mit massiven Verteidigungsanlagen. Und den Russen ist es gelungen, diese Stadt einzunehmen, weil sie es geschafft haben, diese Verteidigungsanlagen zu zermalmen. Und zwar mit Flugbomben, mit sogenannten Gleitbomben. Und natürlich, je schwerer die sind, je massiver die sind, je mehr Sprengstoff sie tragen können, desto heftiger die Zerstörungen. Und den Russen ist es jetzt wohl gelungen, diese Gleitmodule für diese Bomben zu verbessern. Das heißt, sie können aus sicherer Entfernung von den Flugzeugen abgeworfen werden und gleiten dann eben besser, als das noch vor einigen Monaten war, ins Ziel. Und sind auch ziemlich präzise geworden. Das bestätigt auch die ukrainische Seite. Und die Ukrainer versuchen natürlich auch, solche Bomben ranzukriegen. Das US-Analog nennt sich JDAMs. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.